Faust, eine deutsche Volkssage von 1926, ist einer von 21 Filmen von Friedrich Wilhelm Murnau. 9 Filme sind nicht mehr erhalten, 5 werden hier im Lehnbachhaus in Dauerschleife gezeigt. Mit Faust verarbeitet Murnau den großen Goethe-Stoff. Für den Filmemacher eine Großproduktion. Was aber sehr faszinierend ist, ist, dass Murnau sich dann auf Aspekte von dem Fauststoff gestürzt hat, die, glaube ich, sonst nicht so dominant sind. Der Besuch bei der Herzogin von Parma, er hat sich unglaublich intensiv der Geschichte von Gretchen und vor allem der Tragödie von Gretchen gewidmet, auf eine Art und Weise, die selbst heute noch sehr, sehr berührt. Berührend bei der Ausstellung die Filme im Film. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von 1922, haben unter anderem Studenten der Münchner Filmhochschule in eigenen Variationen nachgestellt. Um ganz genau zu sein, die letzten 5 Minuten des Klassikers werden in 4 Filmen unterschiedlich betrachtet. Also mich hat es interessiert, man kann in der Schlussszene, wo ja dann der Nosferatu die Frau überfällt und zuvor schickt die Frau, die sich bewusst ist, dass der Vampir kommt, ihren Partner aus dem Raum. Das heißt, es ergibt sich hier so ein Spiel, eine Art von Dreieck und ein Spiel mit Maskierung und mit einer Art von, ja, einer Art Dreieck. Fabric of a Vampire heißt der Film von Felicitas von Wien. Mir ging es vor allem darum, zu untersuchen, woher kommt dieser Vampirmythos, was sind die Ursprünge einerseits und andererseits aber auch das Ganze aus so einem wissenschaftlichen Hintergrund zu betrachten, also wann ist der Mensch oder das Tier wirklich tot? Was muss da im Körper passieren, damit jemand als tot gilt? Und wie kann sich dieser biologische Faktor übertragen, auch auf diesen Vampirmythos? Ich versuche zu transferieren in ein Computerspiel, also in ein neues Medium. Und darin spielt die Liebesbeziehung von Ellen und von Nosferatu eine Rolle. Und die Frage ist, kann man sozusagen sich ins Kino oder was auch immer verlieben? Wie ist die Beziehung dazu? Tabu, entstanden 1931, der letzte Film Murnaus, hat Ulrike Ottinger beschäftigt. Die Choreografie des Tanzes fasziniert Ottinger. Sie gehört zum Alltag in der Südsee, auch bei der Fischjagd. Ja, der Tanz ist in dieser Kultur was ganz Elementares. Es gibt nicht mal ein unterschiedliches Wort für Musik, für Tanz und für Gesang. Das ist eine Einheit und sie wurde zu Ehren der Götter eigentlich auch gemacht. In der Ausstellung sind auch Fotografien des damals illegal homosexuellen Künstlers zu sehen. Murnau bekommt 1929 für seinen Film Sunrise, A Song of Two Humans von 1927 den ersten Oscar überhaupt. Jeder Film sollte bei Murnau anders sein. Sowas wie eine Handschrift lässt sich nicht erkennen. Das komplette Filmwerk Friedrich Wilhelm Murnaus zeigt das Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum vom 8. Januar bis 18. Februar. Und bereits am kommenden Montag gibt es eine Nosferatu-Nacht im Lehmbachhaus. Der Eintritt ist frei.